let the beat go. Hallo, mein Name ist Fabian Weidmann. Ich bin Aufnahmetonmeister bei De Facto Motion in Berlin. Hey, mein Name ist Bastian Gerner. Ich bin Sounddesigner und Geräuschemacher auch hier bei De Facto Motion. Die Filme, an denen wir arbeiten, spielen ja in verschiedensten Räumen und Räumlichkeiten. Und deswegen ist es immer ein großes Thema, wie wir diese Räume auch abbilden in unseren Geräuschaufnahmen. Wir haben viele Dinge ausprobiert, von Hallplatten über verschiedene Hallgeräte. Und nichts war so unkompliziert wie bisher die Tegeler Raumzeitmaschine, die wir gefunden haben. Wir wollen euch mal zeigen, wie wir die Raumzeitmaschine einsetzen und haben euch da eine Szene mitgebracht aus dem Film Adam von Maria Solrun. Ein wundervoller Film, der auch dieses Jahr bei der Berlinale lief. So, hier sehen wir Adam die Treppe hochlaufen im Treppenhaus. Er sieht ein Paket, nimmt es, nimmt sich seinen Schlüssel und geht in die Wohnung rein. Hier haben wir halt A, die Schrittgeräusche, dann seine Klamottenbewegungen sowie den Schlüssel greifen und das Paket. So, kannst du die mir mal testweise geben, die Schritte? Passen wir zuerst die Lautstärke der Schritte an. Plus den Klang. Allerdings klingt das jetzt noch ein bisschen trocken und deswegen kommt jetzt unsere Tegeler Hallmaschine. Das ist natürlich zu viel. Das klingt doch schon super. Das klingt nach Treppenhaus. Danke. Okay, die Arbeit ist gemacht. Wir haben das Material im Kasten. Und jetzt wollen wir euch mal den Unterschied zeigen. Zuerst zeigen wir euch die ersten 10 Sekunden mit O-Ton, dann nur mit Foleys und dann beides zusammen im Mix. Ja, wie wir gehört haben, fügen sich die Foleys furchtbar gut in den Mix ein. Vorteil dabei ist, dass die Sounddesigner sich sehr viel Arbeit sparen, keine Räume suchen müssen. Es fühlt sich schon beim Schneiden viel besser an. Der Mischtonmeister am Ende hat nicht mehr so viel Arbeit, die richtigen Räume rauszusuchen, weil es in den meisten Fällen schon sehr gut passt. Dabei klingt nichts digital wie bei manch anderen Geräten. Es klingt sehr natürlich und bringt einen schönen Eigenklang mit. Der Vorteil für mich als Geräuschemacher, mit dieser Raumzeitmaschine schon zusammenzuarbeiten, ist eben, dass ich weiß, meine Geräusche gehen durch diese Maschine durch und dadurch kann ich eben bei der Performance damit auch spielen. Ja, also ich mache meine Schritte dann auch ein bisschen anders, wenn ich weiß, da kommt noch eine gewisse Hallfahne hinterher. Und das Schöne ist eben, dass diese Hallfahne nie wirklich künstlich klingt und auch nicht digital. Es ist immer recht natürlich. Zu guter Letzt wollen wir euch die Szene noch einmal im Ganzen zeigen, also alle vorhandenen Töne im Mix. Und wir hoffen, euch hat es Spaß gemacht zuzugucken und ihr konntet mal ein bisschen Einblick gewinnen in unsere Arbeit und wie wir arbeiten und auch wie uns die Raumzeitmaschine eben da hilft. Ja, uns macht es auf jeden Fall mega Spaß und euch alles Gute, bis bald. Peace. A good question can open up doors in my mind that I would never think of discussing with anybody. Here we go.